Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei einem kurzen Wochenimpuls. Wir sind beim Sternzeichen Waage in Kalenderwoche 51. Die beginnt am 19. und endet am 25. Dezember. Und diese Woche ist wahnsinnig magisch, möchte ich fast sagen. Die Rauhnächte beginnen. Dann haben wir am 21. Dezember die Wintersonnenwende und am 23. den Neumond im Steinbock. Also wirklich eine wahnsinnig magische Zeit. Deine Intuition wird nochmal eine ganze Ecke größer und besser sein. Du kannst dich wirklich auf dein Bauchgefühl verlassen. Es wird sehr intensiv werden. So. Ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet. Das ist aber gar nicht schlimm. Es geht mir wieder gut. Tee steht bereit. So, dann wollen wir mal schauen, was für dich, liebe Waage, in dieser Woche auf dich zukommt. Okay, bei dir wird es auch eher eine ruhige Woche. Ich hatte jetzt bei den anderen Videos auch die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Woche nicht so viel Aktionismus bereithält, nicht so viele Aktionen, sondern das ist wirklich eine Woche, in der wir eher zurückblicken sollen. Mit dem Eremiten habt ihr genau so eine Karte. Ihr sollt nachdenken, ihr sollt euch Zeit nehmen, ihr sollt euch die Ruhe und die Stille nehmen, um Sachen zu resümieren. Vielleicht auch aufs Jahr zurückblicken, zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und hier mit den sieben Münzen haben wir auch so eine Karte, die nochmal genau das Gleiche zeigt. Die sagt, schau dir an, was du erreicht hast, schau, was du nicht erreicht hast. Also hier, das soll ein Farmer oder ein Bauer sein, der auf seine Früchte herunterschaut. Die Arbeit ist getan und der schaut jetzt, wie wachsen die Früchte, was ist da gut gelaufen, was ist da schlecht gelaufen. Und hier auch mit dem Eremiten, der leuchtet mit seiner kleinen Laterne ein bisschen ins Dunkeln und schaut sich da nochmal ganz genau um, um dann für sich selber nochmal Dinge zu hinterfragen oder sich selber irgendwie klar zu werden. So, und ich denke, sowas in der Art wird tatsächlich auch bei dir vorkommen. Ich denke, diese Woche wird eher sehr ruhig werden, ist eine Woche, in der du angehalten bist, ja, zurückzuschauen. Und genau das soll man ja in den Rauhnächten. Und diese Legung passt tatsächlich wie Popo auf Eimer, möchte ich sagen. Ja, mit der Wintersonnenwende habt ihr, wie gesagt, die Intuition wird nochmal geschärft. Also das wird euch tatsächlich dann leichter fallen, diesen Rückblick vorzunehmen. Und euch erwartet auch tatsächlich, das wird kein schwieriges im Dunkeln rumstochern, sondern das wird eher eine Zeit, in der ihr entspannt seid und dann wirklich auch für euch die Ruhe und die Harmonie findet, um diesen Rückblick zu wagen. Okay, es soll wie immer kurz und knackig bleiben. Liebe Waage, ich wünsche dir ein ganz wundervolles Weihnachtsfest. Nutze diese magische Zeit für dich, um Dinge klarzukriegen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.